In diesem Video erfährst du, zu welcher Tageszeit es sich für dich am meisten lohnt, Qigong zu üben. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Cornelius Hennings, seit 20 Jahren in Deutschland unterwegs als Qigong-Lehrer und Autor des Buches Qigong für Dummies. Wenn du magst, abonnier doch einfach mal jetzt diesen Kanal und drück die Abo-Glocke, dann wirst du informiert, sobald es neue Videos und Infos von mir gibt. Gut, dann legen wir mal los. Also, zu welcher Tageszeit würde es am besten sein, wenn du Qigong übst? Dafür habe ich zwei Antworten für dich. Die erste Antwort ist, im Sinne des Wudang Qigong ist das die Zeit zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens und die Zeit zwischen 11 Uhr und 1 Uhr mittags. Das hängt mit dem Tag-Nacht-Rhythmus zusammen und dass man sagt, zwischen 23 und 1 Uhr nachts ist das Yin in der Natur am stärksten und wird ein neues Yang, neue Yang-Energie geboren. Und daher ist das ein guter Zeitpunkt, sich dann mit der Natur zu verbinden und die Übung zu machen, auch wenn man drinnen übt. Und genau andersherum, zwischen 11 Uhr und 1 Uhr mittags, da ist das Yang am stärksten in der Natur, wenn die Sonne am höchsten ist. Und dort wird neues Yin geboren, neue Yin-Energie. Und daher bieten sich diese beiden Tageszeiten von offizieller Seite aus am ehesten dazu an für deine Übung. Aber bevor du sagst, oh, mittags muss ich arbeiten, nachts muss ich schlafen und so weiter, genauso geht es mir auch, gibt es dann noch die pragmatische Variante. Und da empfehle ich den meisten Kursteilnehmern erstmal die grobe Faustregel. Üb, wenn du Zeit hast. Ganz einfach. Und Zeit im Sinne von, dass du auch innerlich abschalten kannst, dass du nicht für andere erreichbar sein musst. Ja, wenn du Schichtdienst arbeitest, dann ist das vielleicht tagsüber oder. Aber so als generelle Regel würde ich dir empfehlen, normalerweise bietet sich für 90, 95% der Leute der Morgen nach dem Aufwachen an. Oder vor dem Zubettgehen abends. Das heißt, wenn es für dich okay ist, dass du dein Handy ausstellst, dass du noch nicht zu viel Telefonate beantworten musst, dich noch nicht um zu viel Dinge kümmern musst, noch ein bisschen Ruhe für dich hast, dann ist im Regelfall die beste Zeit, dass du dich auf Qigong-Übungen einlassen kannst und auch richtig tief in die Übung hineinkommst. Gut, ich hoffe, dir hat diese Antwort gefallen. Und informiere dich gern weiter in einigen meiner anderen Videos, die du dir noch anschauen kannst. Bis dann. Ciao.